Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich bin Nika von Nikas Lesewahnsinn und habe für euch heute einen Einblick in ein Lesevideo von mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, es geht los. Ich nehme euch heute mit auf die Reise in Moni Kaspers ihr Buch Ein Traum in Montana. Das Buch ist beim Doderer Verlag erschienen. Grundprinzipiell gibt es das Buch schon ein bisschen länger, aber im Doderer Verlag hat es jetzt ein neues Zuhause gefunden und wurde da jetzt nochmal neu rausgebracht. Und ich bin unglaublich gespannt gewesen auf das Buch, weil man sieht es schon auf dem Cover. Hier unten haben wir einen Cowboy auf einer Ranch mit Rindern, oben eine wirklich hübsche Frau, finde ich. Das alles ist in sehr Pastellton gehalten, das Cover. Und ja, es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also wer Cowboys mag, wird hier auf jeden Fall gut zu finden sein. Ich nehme euch direkt mit ins erste Kapitel. Bist du sicher, dass du tust das Richtige? Amy sah ihren Mann skeptisch an. Jason Randoms neueste Geschäftsidee war von Anfang an bei seiner Familie und seinen Mitarbeitern nicht nur auf positive Resonanz gestoßen. Das wusste er. Dennoch hat er auf seiner Ranch Blockhäuser bauen lassen, um Touristen die Möglichkeit zu geben, sich für ein paar Wochen wie echte Cowboys zu fühlen. Und in ein paar Stunden stand die nächste Veränderung an, die nicht jedem auf der Ranch gefallen würde. Was soll schon passieren? Er wird sich an sie gewöhnen. Muss er ja. Letztendlich habe ich es ihr versprochen und ich halte meine Versprechen. Sie ist bereits auf dem Weg hierher. Ich kann sie wohl kaum zurückschicken, nur weil er ständig schlechte Laune hat. Sie saßen beim Abendessen und Jason griff unbeeindruckt nach dem Brot. Amy schürzte die Lippen und zog die Augenbrauen in die Höhe. Und außerdem, liebste Ehefrau von allen, sprach er kauend weiter, bin noch immer ich der Chef. Wenn es ihm nicht passt, kann er ja gehen. Das meinte er natürlich nicht ernst und Amy wusste das. Trotzdem wurde sie wütend. Bist du verrückt geworden? Er ist der beste Maine Cowboy, den wir je hatten und noch dazu mein Liebling. Das würde ich nicht zulassen, zumal das sowieso nicht möglich ist. Aber deswegen müssen wir uns von ihm nicht alles bieten lassen. Er ist unglaublich schwierig. Auf unsere Gäste kann man ihn gar nicht erst loslassen. Jason winkte ab und tat dies mit so viel Schwung, dass der Löffel aus seiner Hand glitt und durch die Luft flog. Mit einem metallischen Klappern landete er auf der anderen Seite des Tisches auf dem Boden. Amy schüttelte den Kopf, erhob sich, um den Löffel aufzuheben und setzte sich wortlos zurück auf ihren Platz. Jason redete währenddessen ungerührt weiter. Für den laufenden Betrieb ist er unersetzlich, das muss ich zugeben. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir derzeit mit der Ranch stehen. Er macht einen hervorragenden Job und ich bin sehr stolz auf ihn. Aber sobald ich ihn nur einmal brauche, um ausnahmsweise die Gäste zu unterhalten, verscheucht er sie alle. Die letzten hatten regelrecht Angst vor ihm. Scham besitzt er auch keinen. Erinnere dich an die etwas korpulentere Dame, als er ihr sagte, sie solle besser neben ihrem Pferd hergehen, es täte beiden gut. Amy musste lachen. Er kann sich leider nur schlecht mit deiner Idee anfreunden und auch nichts mit den Touristen anfangen. Außerdem ist er kein Animateur. Dass er die letzte Gästetour begleitet hat, war keine gute Idee. Das gebe ich zu. Er versteht nicht, warum Leute Geld dafür ausgeben, Urlaub zu machen und dabei trotzdem zu arbeiten. Versucht sie, ihn zu verteidigen. Und genau aus diesem Grund wird diese Rebecca uns unterstützen. Dass Amy daran zweifelte, dass sein Plan funktionieren würde, sah Jason ihr offenbar an. Er legte mit einem beruhigenden Lächeln seine Hand auf ihren Unterarm. Nun warte doch erst einmal ab. Diese junge Frau ist sehr charmant, fröhlich und außerordentlich hübsch. Ein schlankes Mädchen mit beinahe hüftlangen, hellbraunen Haaren und grünen Katzenaugen, schwärmte Jason und entlockte Amy damit ein Lächeln. Sie möchte sich hier auf der Ranch ihren Lebenstraum erfüllen. Und wer weiß, vielleicht tut sie unserem Knurrhahn sogar gut. Du weißt so gut wie ich, dass es ganz sicher zu Spannungen kommen wird. Er hält nichts von einer Frau als Cowgirl. Allein die Bezeichnung findet er dämlich. Und er ist der Meinung, dass die Arbeit nur etwas für Männer ist. Wobei er meiner Meinung nach recht hat. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das solltest du wissen. Er soll sie ja nicht heiraten. Und es ist auch nicht so, als wäre Patrick Frauen gegenüber abgeneigt. Er ist einfach nur, wie soll ich sagen, etwas ungehobelt.
ergänzte sie mit einem Seufzen. Jason wurde ärgerlich. Patrick arbeitet hier weder als Reiseleiter noch als Handtaschenträger für die Damen. Das weiß ich selbst. Es wird schon werden. Außerdem haben die beiden doch nur Kontakt miteinander, wenn keine Gäste im Hause sind. Dann wird sie im Betrieb mithelfen müssen. Ansonsten reitet sie mit den Touristen durch die Gegend, scheucht ein paar Longhorns herum und macht am Abend mit ihnen ein Lagerfeuer. Sie werden sich also kaum begegnen. Hast du ihm denn gesagt, dass er einen zusätzlichen Arbeiter bekommt? Eine Arbeiterin? Und noch dazu eine Deutsche? In ihrer Stimme schwang ein suffisanter Unterton mit, während sie ihren Mann angrinste. Sie wusste mit absoluter Sicherheit, dass er noch nicht mit Pat gesprochen hatte. Amy beobachtete ihren Mann und wartete geduldig auf seine Antwort. Er kaute lange auf ein bisschen Fleisch herum, obwohl es ihm auf der Zunge zerfallen müsste. Jason versuchte nur, Zeit zu gewinnen. Als es unausweichlich wurde und er das letzte Stück herunterschluckte, war ihm offenbar noch nichts eingefallen, denn er zog grimmig die Augenbrauen zusammen. Mein Gott, es ist Patrick, nicht der Präsident der Vereinigten Staaten. Er wird es überleben. Und es reicht, wenn er es erfährt, sobald ich sie einander vorstelle. Und jetzt möchte ich in Ruhe essen. Amy lachte amüsiert. Rebecca Maria Sander flog hoch über den Wolken und innerlich vor Freude noch ein bisschen höher. Sie war auf dem Weg nach Montana und der Erfüllung ihres Lebenstraums. Sie dachte an ihren Bruder Eric, der vor etlichen Jahren für seine große Liebe in die Vereinigten Staaten ausgewandert war und sie todunglücklich in Deutschland zurückgelassen hatte. Nun erwies sich genau das als glückliche Fügung. Eric hatte dort geheiratet und er war es gewesen, der für sie den Kontakt zu diesem Jason Random hergestellt hatte. Der Zufall führte Random nach Deutschland, wo er auf einer großen Reisemesse den immer stärker werdenden Trend von Ranchurlaub und Cowboy-Feeling vertrat. Eric hatte sie gebeten, sich um Jason zu kümmern und sie hatten sich auf Anhieb gemocht. Sie hatte sich seiner angenommen, ihm Hamburg gezeigt und war mit ihm essen gegangen. Jason hatte alles sehr beeindruckend befunden, aber auch sehr beengt. Mit unverhohlenem Stolz hatte er von seiner riesigen Ranch in Montana, der Weite seines Landes und dem unendlichen Himmel den Namensgeber für die Big Sky Ranch erzählt. Nur dort, hatte er zu ihr gesagt, würde man wissen, was es bedeutet zu leben, wie es ist, frei zu sein. Und dann hatte irgendwie eines zum anderen geführt. Sie hatte Jason von ihrem Traum erzählt, auf einer Ranch zu leben und zu arbeiten. Und er hatte ihr spontan vorgeschlagen, sie auf seiner Ranch als Betreuerin deutscher Touristen zu beschäftigen. Sie hatte ihr Glück kaum fassen können und ohne lange zu überlegen, sofort zugesagt. Jetzt saß sie im Flugzeug und war unglaublich aufgeregt und neugierig auf das neue Leben, was vor ihr lag. Sie starrte aus dem Fenster. Unter ihr erstreckte sich Montana, was sie auch nur wusste, weil es auf dem Monitor vor ihr angezeigt wurde. Die Wolken waren leider zu dicht, aber der bloße Gedanke daran ließ sie innerlich beben. Nachdem sie gelandet war und ungeduldig ihre Koffer entgegennahm, sah sie jemanden ein Schild der Big Sky Ranch hochhalten, auf dem ihr Name stand. »Ich bin Rebecca Sander«, sie deutete auf das Schild und lächelte den jungen Mann an, der es in den Händen hielt. Der Schildträger stellte sich mit dem Namen Honiaka vor, ein Cheyenne. Sie war in ihrem ganzen Leben noch keinem Indianer begegnet. Er hatte die typischen Gesichtszüge der amerikanischen Ureinwohner. Kantiges Gesicht, hohe Wangenknochen. Sein Haar war modisch geschnitten, im Nacken länger und so schwarz, glatt und glänzend wie das Gefieder eines Rabens. »Du kannst mich Honey nennen. Das tun alle, ist einfacher als Honiaka«, erwiderte er mit einem Lächeln. »Das mache ich gern, Honey, wenn du mich Becky nennst.« Er nickte und erkundigte sich höflich nach ihrem Flug, während sie den Wagen mit ihren Gepäckstücken aus dem Terminal schoben. Es war heiß und sie zu warm angezogen, sodass Becky ihre Jacke abstreifte und sie sich über den Arm legte. Honey lud ihre Koffer auf die große Ladefläche des Pickups, ohne sie zu sichern, und Becky fragte sich, ob das so eine gute Idee war. Aber sie beschloss, der Sache zu vertrauen. Er würde schließlich wissen, was er tat. »Hat dein Name eine Bedeutung?«, fragte sie, um ein Gespräch mit Honey in Gang zu bringen, während sie zur Ranch fuhren. »Kleiner Wolf«, er lächelte, und Rebecca war fasziniert von dem wutaussehenden Cheyenne. Sie schätzte ihn auf 25, etwas jünger als sie. Ach, »wirklich? Oder machst du nur einen Spaß?« »Nein, nein, kein Spaß. Ehrlich. Bedeutet dein Name etwas, Becky?« »Ja, tatsächlich. Es gibt ihn in verschiedenen Sprachen und er hat unterschiedliche Bedeutung.« »Und welche?« hakte er interessiert nach.
Zum Beispiel die Wohlgenährte. Der Cheyenne lachte und sah an ihr herunter. Du bist sehr schlank. Das kann nicht stimmen. Und welche noch? Die Fesselnde oder die Schöne? Beim letzten Wort zuckte sie mit der Schulter. Es war ihr etwas peinlich. Das passt viel besser. Die Fesselnde. Wenn du die jungen Bullen fesselst und ihnen die Hoden abschneidest, ich soll was? Becky war entsetzt und musste auch eine eben solche Miene zur Schau tragen, denn Honey lachte herzhaft. Oh nein, das mache ich ganz bestimmt nicht. Aber die Schöne stimmt auch. Du bist sehr hübsch, deine Haare sind wunderschön. Er sagte es frei heraus, wodurch es weder aufdringlich noch plump wirkte. Darf ich? Er fasste nach ihrem Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und über ihre Schulter bis zu ihren Ellenbogen floss. Behutsam ließ er es durch seine Finger gleiten, glatt und seidig wie ein goldener Fluss in der Abendsonne. Becky musste lächeln, seine Worte klangen wunderschön. »Du wirst ganz sicher bald viele Verehrer haben«, prophezeite Honey, als sich sein Lächeln zu einem tiefen Grinsen verzog. »Naja, bis auf einen.« Das klang, als ob ihr jemand auf der Ranch Schwierigkeiten machen könnte. »Tatsächlich? Und wer?« »Ach, niemand, nicht so wichtig, ehrlich, ich rede zu viel«, sagte er und winkte mit einem Lächeln ab. »Warum? Was ist denn schon dabei? Versuchst du mich vor jemandem zu warnen?« Konnte sie sich nicht sicher sein, aber irgendwie kam es ihr so vor. »Warnen wäre übertrieben. Du wirst es selbst herausfinden, er mag niemanden, außer den Pferden und seinen Hund. Und natürlich Chief Renton und seine Frau.« Aber die sind ja auch sehr freundlich. Du wirst sie mögen. Wie lange hast du vor zu bleiben, Rebecca, die Wohlgenährte? Er bog sich fast vor Lachen, als sie den Mund zu einem spöttischen Grinsen verzog. Hör gut zu, kleiner Wolf. Ärger mich nicht, sonst setze ich dir Flöhe ins Fell, drohte sie scherzhaft mit der Faust. Er streckte ihr feixend seine Hand entgegen. Abgemacht. Kein Ärger, keine Flöhe. Abgemacht. Sie reichten sich die Hände, als würden sie einen Pakt schließen und grinsten sich an. In Becky machte sich ein wunderbares Gefühl breit, weil Honey sie so herzlich willkommen hieß und sie sich mit ihm so gut verstand, als wären sie alte Freunde. »Ich hoffe, dass ich lange bleiben kann. Am liebsten für immer«, griff sie seine Frage auf. »Dann wünsche ich es ebenfalls für dich.« Er lächelte sie warmherzig an und sah dadurch noch attraktiver aus. Dankbar drückte sie seinen Arm, sah dann zum Fenster hinaus und saugte jedes Detail der unglaublich schönen Landschaft in sich auf. In der Ferne schimmerte in verschiedenen Blautönen eine Bergkette, die farblich sanft in den Horizont hineinverlief, wie bei einer Pastellzeichnung. Davor breitete sich die scheinbar unendlich hügelige Weite Montanas aus. Der Himmel zeigte sich in seinem schönsten Blau und die kleinen weißen Wolken wirkten auf sie wie eine Herde Schafe, die vom Wind vor sich hergetrieben wurde. Big Sky. Wie wahr. Genauso hatte sie es sich vorgestellt. Ein überzeugter Stadtmensch würde nicht nachvollziehen können, was sie in diesem Moment empfand. Es war, als fielen sämtliche Fesseln von ihr ab. Dennoch schlichen Hannis Worte zurück in ihr Bewusstsein, während sie in die Ferne starrte. »Wer ist eigentlich dieser Kerl, der niemanden mag? Patrick? Er ist der Main Cowboy, der Vorarbeiter, wenn dir das mehr sagt. Er macht seinen Job sehr gut, manchmal nur ein wenig zu streng. Er bekommt eine Menge Geld dafür, aber tauschen möchte ich nicht mit ihm. Ich muss nicht nachts im Stall sitzen, weil eines der Pferde krank ist oder ein Unwetter aufzieht und die Longhorns in Sicherheit gebracht werden müssen. Wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Er nicht. Patrick trägt für jeden einzelnen von uns die Verantwortung. Sollte jemandem etwas passieren, bei den meisten aus Selbstüberschätzung oder Dummheit, muss er den Kopf hinhalten. Pat kann ein echt netter Kerl sein, aber auch eigensinnig und stur, besonders Frauen gegenüber. Er ist Einzelgänger. Ist er sehr alt? Honey lachte laut auf. Wie kommst du denn darauf? Nein, aber genau weiß ich es nicht. Vielleicht 30. Keine Ahnung, ich habe ihn nie gefragt. Aber du kannst ihn ja selber fragen. Er schmunzelte bei seinen Worten und Becky ahnte, dass er sich offenbar nicht vorstellen konnte, dass es zu einem Smalltalk, wie sie ihn mit Honey führte, zwischen jenem Patrick und ihr kommen würde. Das Beste wäre wohl, diesem grimmigen Kerl so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Sie ließ sich noch einiges über die Ranch und deren Bewohner erzählen, bis sie nach fast 3 Stunden Fahrt endlich das Einfahrtstor erreichten. Rebecca stieg etwas steif aus dem Wagen, um es zu öffnen, ließ Honey passieren und schloss es dann wieder. Als sie einstieg, deutete er in die Ferne. »Sieh mal, dort drüben ist Patrick.
Sie folgte seinem Fingerzeig mit ihrem Blick und konnte ihn nicht in allzu weiter Entfernung eine Herde Rinder in einer Staubwolke ausmachen. Mehrere Cowboys ritten geschäftig um sie herum. Welcher von denen ist es denn? Na, der da! Auf einer kleinen Anhöhe stand, wie ein Denkmal, ein tiefschwarzes Pferd mit seinem Reiter und einem großen Hund, der aufrecht neben ihm saß. Ein beeindruckender Anblick. Und er schien zu spüren, dass sie ihn beobachtete. Denn er drehte seinen Kopf und sah offenbar in ihre Richtung. Sein langer, heller Staubmantel floss über den Rücken des Hengstes, auf dem er saß. Auch der Hund sah jetzt zu ihnen herüber und Becky hielt die Luft an. Wie im Film, murmelte sie bewegt vor sich hin. Kannst du reiten? Leider nur englischer Stil, aber das recht gut, erwiderte sie und starrte noch immer zu dem Patrick, der mittlerweile lässig sein Pferd gewendet hat, ihm den Rücken zudrehte, um dann gemächlich hinter dem Hügel zu verschwinden. Recht guter englischer Reitstil wird nicht reichen, aber immer noch besser als nichts. Du wirst es schon schaffen. Ihr Optimismus bekam einen leichten Dämpfer. Dieser Patrick machte ihr ein wenig Sorge, obwohl sie ihn noch nicht einmal persönlich kennengelernt hatte und nun auch ihr angestaubter Reitstil. Sie erreichten das Hauptgebäude und Amy kam ihnen entgegen. Becky erkannte sie sofort von den Fotos, die Jason ihr stolz gezeigt hatte, als sie zusammen essen gewesen waren. »Rebecca, wie schön, dass du endlich da bist«, sie schloss Becky mit einem herzlichen Lächeln in die Arme, wie eine lang vermisste Verwandte. »Ich bin Amy, Jasons Frau. Mein Mann hat mir bereits viel über dich erzählt und der hat nicht übertrieben. Du bist eine wahre Schönheit, Rebecca.« »Honey wird dein Gebäck hineinbringen. Du wirst sicher sehr müde sein. Danke, dass du sie so wohlbehalten hergebracht hast«, wandte sie sich an Honey und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Danke, Honey, wir sehen uns sicher nachher noch einmal«, sagte sie und folgte Amy in das Haus, während der Cheyenne ihr Gepäck von der Ladefläche lud. »Wie war die Reise? Hast du Hunger?« »Bestimmt hast du Hunger.« »Norma«, rief Amy laut. »Norma, unser Gast ist da.« Sie wandte sich ihr wieder zu. »Norma ist meine Haushaltshilfe und Mädchen für alles. Ohne sie und vor allem ihre Kochkünste wäre ich verloren. Norma!« Amy strahlte Becky an und sie kam gar nicht dazu, ihr zu antworten, denn Norma kam um die Ecke, putzte die Hände an ihrer Schürze ab und lächelte freundlich. Die kleine, rundliche Frau wirkte resolut und dennoch sehr warmherzig. »Herzlich willkommen auf der Big Sky Ranch, Miss Sander. Wenn Sie Fragen haben oder Ihnen etwas fehlt, scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten.« Sie nahm Rebeccas Hand mit festem Griff und strahlte sie offenherzig an. »Welch ein liebenswürdiger Empfang! Ich danke Ihnen beiden von ganzem Herzen. Für heute bleibst du natürlich bei uns und ruhst dich aus. Es ist vereinbart, dass Eric dich morgen abholen wird und du nächste Woche anfängst zu arbeiten. Mein Mann wird dir alles Weitere erklären.« Amy führte Becky in das Esszimmer und sie wurde dort von Jason ebenso herzlich begrüßt. »Rebecca, da bist du ja. Wenn man dich ansieht, so frisch und ausgeruht, könnte man glauben, Deutschland liegt nur einen Steinwurf entfernt und nicht 1000 Meilen. Darf ich dir meine Tochter Susanna vorstellen? Sie ist extra aus der Stadt gekommen, um dich willkommen zu heißen.« »Susanna studiert dort Tiermedizin«, warf Amy ein, »und man hört einen gewissen Stolz heraus.« Becky reichte der jungen Frau die Hand. Susanna war ihr sofort sympathisch. Ihre warmen Rehaugen, in denen sich ihr Lächeln widerspielte, hatte sie zweifelsfrei von ihrer Mutter geerbt. Braunes, welliges Haar reichte ihr bis knapp über die Schultern. Susanna musste Anfang 20 sein und war nicht ganz so groß wie sie. »Das ist aber nett, dass du extra wegen mir hergekommen bist.« Das kannte sie aus Deutschland nicht. Sie war bisher immer nur höfliche Distanz gewohnt gewesen. Ihr Bruder und sie waren in einem Heim aufgewachsen, nachdem ihre Mutter bei einem Autounfall verstorben war und ihr Vater sich nicht in der Lage gesehen hatte, sich um seine beiden Kinder zu kümmern. Aus Trauer und Verzweiflung war er nach und nach dem Alkohol verfallen. So viel Zuneigung und Herzlichkeit war sie nicht gewöhnt, auch wenn es ihr sehr gefiel. »Glaub mir, es ist nicht ganz uneigennützig. Immerhin gibt es zur Feier des Tages ein Barbecue und das wollte ich auf keinen Fall verpassen. Für die Leckereien von Norma fahre ich meilenweit.« »Du kannst dich nach dem Essen ein wenig hinlegen, Rebecca«, riet Amy ihr, »damit du heute Abend nicht müde bist von der langen Reise.« »Bitte nenn mich doch Becky«, sagte sie in die Runde. »Ich bin viel zu aufgeregt, um zu schlafen. Ich würde viel lieber die Ranch sehen, Mr. Random.« »Dafür bräuchte ich 2 Tage«, sagte er mit einem Lächeln, aber sichtlich stolz.
Aber ich werde mit dir zu den Pferdeställen gehen und dich unserem Patrick vorstellen. Er wird dich während deiner Zeit hier unter seine Fittiche nehmen und dir alles zeigen. Oh je. Dann fuhr Susanna und Amy verdrehte dazu die Augen. Patrick, unser Schambolzen, macht dich auf etwas gefasst und zu ihrem Vater gewandt. Was hat er denn gesagt, als du ihm von Becky erzählt hast, Dad? Er hat es ihm noch nicht gebeichtet, antwortete Amy statt seiner und lachte auf. Susanna fiel mit ein und Beckys Magen zog sich zusammen. Das klang nicht gut. Gar nicht gut. Wirklich nicht? Dass Susanna so erstaunt aussah, macht ihr Sorgen. Dann komm ich mit. Ich will sein Gesicht sehen, wenn er es erfährt. Sollte ich besser einen schusssichere Weste anziehen? Versuchte Becky zu scherzen. Du bist so hübsch. Vielleicht kannst du ihn ja zähmen. Susanna grinste bald. Nein, na, so weit wollen wir nicht gehen. Brenda machte eine Pause, zog eine Augenbraue in die Höhe und musterte Becky ausgiebig. Aber es ist sehr hilfreich. Gott stehe uns bei, fügte er theatralisch hinzu. Wieder lachten die Randoms und Becky, die zwar höflich mit einstimmte, wurde es mulmig wegen dieses Kerls. Man muss ihn nehmen, wie er ist. Er ist nicht bösartig und meint es nicht so. Für Becky klang es, als verteidigte Amy diesen Typen. Er hat seine Gründe und solange man die Arbeit zu seiner Zufriedenheit verrichtet, kann nichts schiefgehen. Lass dich nicht einschüchtern. Im Gegensatz zu Susanna finde ich ihn sehr charmant. Mom, du bist zu viel mit den Rindern zusammen. Sehr freundlich, murmelte Jason trocken und löste damit erneut das Gelächter aus. Das Lachen verging ihr schon wenig später, als sie mit Random Richtung Stall lief und schon vom Weiten jenen Patrick mit wehendem Mantel um die Ecke im Stall verschwinden sah. Wieder meldet sich ihr Magen vor Aufregung. Also Becky, tu einfach, was er dir sagt und alles ist gut. Jason schüttelt den Kopf. Weißt du, manchmal muss ich mir ins Gedächtnis rufen, dass ich der Boss bin, wenn ich ihm gegenüberstehe. Aber er ist wirklich kein übler Kerl. Becky atmete tief ein und sprach sich selbst Mut zu, als sie um die Ecke bogen. Sie fanden ihn telefonierend in seinem Büro, am Eingang des langgezogenen Stallgebäudes. Betreten sah sie sich um, während Patrick eindeutig schlecht gelaunt hin und her stapfte. Sein Mantel schwang dabei um seine Beine und Random, offensichtlich nervös, kramte zur Ablenkung in irgendwelchen Schubfächern, um dort nach wahrscheinlich nichts Bestimmten zu suchen. Das Büro war ein großer Raum mit einem alten, staubigen Sofa an der Wand, gleich gegenüber einem mit Intarsien versehenen tiefdunklen Schreibtisch. Und natürlich durfte der Schädel eines Longhorns an der Wand nicht fehlen. Ansonsten gab es nur ein paar mit Namen versehene Metallspinde und ein kleines Fenster, das dringend geputzt werden müsste. Nein, Dave Jackson, du wirst in einer halben Stunde hier sein, sonst bist du die längste Zeit Hufschmied auf der Big Sky gewesen. Patrick telefonierte ungerührt weiter, obwohl er Jason und sie bemerkt haben musste. Das gab Becky Gelegenheit, ihn etwas genauer zu betrachten. Er war groß, hatte beinahe einschüchternd breite Schultern und schwarzes, längeres Haar, das sich an den Spitzen lockte. Seine Augen wurden von der Krempe des Cowboyhutes überschattet, aber sie konnte erkennen, dass er wunderbar gebräunt war und unrasiert. Sein Kinn war kantig und sein Gesichtsausdruck wirkte durch seine malende Kieferknochen hart. Er trug unter diesem Helm Staubmantel, der bei näherer Betrachtung ziemlich schmutzig war, ein schmuddeliges weißes T-Shirt über der Jeans hellbraune lederne Chaps. Seine gelben Arbeitshandschuhe waren lässig vor dem Reißverschluss seiner Jeans hinter dem Riemen der Chaps geklemmt, der die beiden Hosenbeine wie ein Gürtel miteinander verband. Während er so hin und her stapfte, winkten ihr die Handschuhe fröhlich zu. Sie musste sich ein Grinsen verkneifen und versuchte, den Blick von dieser peinlichen Stelle zu nehmen. Natürlich trug er auch die obligatorischen Westernstiefel und wirkte wie in einem Cowboy-Film. Dein Geburtstag ist mir und auch den beiden Gollen scheißegal, beweg dich. Er legte auf und würdigte sie keines Blickes. Random, was tust du da? Er klang gereizt und das murmige Gefühl in ihrem Magen festigte sich zu einem harten Klumpen. Ich suche auch nichts. Jason richtete sich wie ertappt auf und drückte mit den Knien hastig die Schublade zu. Patrick, ich möchte dir Rebecca vorstellen. Er machte eine Pause ohne weitere Erklärung. Brummte der und sein Blick fiel das erste Mal auf sie, als hätte er sie bislang nicht bemerkt. Becky stockte der Atem, als er sie aus hellgrünen Augen unter dichten schwarzen Wimpern ansah. Meine Güte, der sieht umwerfend aus, schoss es ihr durch den Kopf. Nervös streckte sie ihm die Hand entgegen. Hallo, ich bin Rebecca, aber du kannst Becky zu mir sagen. Herrgott, wie aufgekratzt sie klang.
Er musterte sie noch immer, nahm aber ihre Hand nicht in seine, um sie zu begrüßen, sondern zog sich stattdessen aufreizend langsam seine Handschuhe aus. Der Hund, der die ganze Zeit unter dem Schreibtisch gelegen und sie aus einem blauen und einem braunen Auge interessiert beobachtet hatte, setzte sich dicht neben ihn und fixierte Becky ebenso streng wie sein Herrchen. Da ihre Hand noch immer in der Luft schwebte und er offensichtlich nicht die Absicht hatte, ihr auch nur den Hauch von Freundlichkeit entgegenzubringen, beugte sie sich hinunter zu seinem Hund, um ihn über den Kopf zu streicheln und diese unangenehme Situation zu entschärfen. »Na du Hübscher, wie heißt du denn?« »Nicht anfassen«, fuhr Patrick sie an und beugte sich dabei drohend vor. Becky fuhr wie von der Tarante gestochen hoch, zog erschrocken ihre Hände zurück und hörte, wie Wendem neben ihr die Luft ausstieß. Irritiert sah sie zu Susanna, die im Türrahmen aufgetaucht war und breit grinste. »Weder den Hund, noch mich«, stellte er klar, zeigte mit seiner behandschuhten Hand erst auf den Hund, dann auf sich. »Und im Allgemeinen kann er nicht antworten.« »Nun, Becky«, warf Random ein und räusperte sich, »das ist unser Main-Cowboy, Patrick O'Connor. Er wird dich in alles einweisen, wenn du Fragen hast.« »Was?« Patricks Kopf fuhr herum und er sah zu Jason, wobei seine Augen etwas dunkler wurden. Beckys Knie fing an zu zittern, als sie die unverhohlene Wut in seinen Augen erkannte. »Hatte ich wohl vergessen, dir zu sagen?« Random wirkte ungelenk. Nun verstand sie auch, was er damit gemeint hatte, als er sagte, dass er manchmal vergaß, wer der Chef ist. »Becky wird hier arbeiten und hauptsächlich Amy und mich unterstützen, wenn wir deutsche Gäste...« »Sie ist Deutsche?« Der Blick, den er Becky zuwarf, ließ sie sich wünschen, im Erdboden zu versinken. »Ja, richtig. Und sie wird, wenn keine Gäste hier sind, auf der Ranch als Cowgirl...« »Du, das wird ja mal besser.« Susanna kluckste, offenbar sehr amüsiert, doch Becky nahm sie nur am Rande wahr. Dass Patrick sie so feindselig anstarrte, machte Becky sauer. War sie erst nur verwirrt und eingeschüchtert gewesen, kochte langsam aber sicher Wut in ihr hoch. Was bildet er sich ein? Sie hat ihm nichts getan, das ein solches Verhalten rechtfertigen würde. Cowgirl also. So viele Western gesehen? Rebecca? Das klang triefend, arrogant und er zog ihren Namen höhnisch in die Länge. So ist es. Um ein Ende wurden die Bösen immer erschossen, gab sie zurück. Er hob eine Augenbraue, Susanna lachte laut und Random stieß geräuschvoll die Luft auf. »Na, das klappt ja hervorragend«, rief Jason betont fröhlich. »Dann werde ich dir jetzt die Pferde zeigen, Becky. Ihr könnt eure Freundschaft später vertiefen.« Er legte seinen Arm um ihre Schultern und führte sie aus dem Büro. Becky verzichtete darauf, Patrick einen vernichtenden Blick zuzuwerfen, sondern entschied sich dafür, ihn mit Nichtachtung zu strafen. Sie schenkte Jason ihr schönstes Lächeln, als wäre nichts passiert. Wer war schon Patrick O'Connor? Als sie mit Random nach der Stallbesichtigung zurück zum Haupthaus ging, fuhr Eric gerade vor. Sie rannte auf ihn zu und begrüßte ihn stürmisch, nachdem er aus dem Auto gestiegen war. Sie hatte Eric viel zu lange nicht gesehen und ihn schmerzlich vermisst. »Eric, endlich! Ist es schön, dich wieder im Arm zu halten. Na, Kaubin?« sagte er mit einem herzlichen Lachen. »Ich hab dich auch vermisst.« Er drückte sie, hob sie hoch, schwenkte sie im Kreis, hielt Becky dann ein wenig von sich und strahlte sie an. »Meine Güte, Kleines, du bist wunderschön.« »Eric!« erklang Patricks unterkühlte Stimme hinter ihr. »Patrick.« Sie küssten sich nicht gerade freundschaftlich, aber das wunderte Becky nach ihrer ersten Begegnung mit dem Main-Cowboy kein bisschen. Sie hakte sich bei ihrem Bruder unter und ging mit ihm und Jason zurück zum Ranchhaus. Bevor sie in das Haus ging, drehte sie sich noch einmal um und sah zu Patrick. Sein Blick bohrte sich in ihren, ehe er sich abrupt abwandte und sie verwirrt zurückließ. Patrick setzte seinen Weg fort, um den Hufschmied abzufangen, der zeitgleich mit Eric eingetroffen war. »Das wurde auch Zeit«, knurrte er den Schmied schlecht gelaunt an. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und beeil dich!« »Sag mal, Patrick«, knurrte Dave und griff nach seinem Werkzeuggürtel. »Hast du eigentlich viele Freunde?« »Alles meine Freunde.« Er machte eine ausladende Geste mit den Armen über eine Großzahl Rinder, die weit entfernt auf der Weide standen. »Mehr Grips dürften deine Freunde auch nicht haben. Und wenn du endlich aufhörst zu schwatzen und anfängst zu arbeiten, bist du zurück, bevor dein Geburtstagskuchen schimmelig wird.« Dave sah ihn kopfschüttelnd, aber dennoch lachend an. Pat wand sich ab und ging in den Stall. Noch mehr von seiner schlechten Laune musste der gutmütige Dave nicht unbedingt abbekommen. Für einen Tag hatte er ihnen schon genug zugesetzt. Kurz darauf brachte er die erste Stute, die ein Hufeisen verloren hatte, aus dem Stall und half Dave bei der Arbeit. Es dauerte eine Weile, bis die beiden Pferde neu beschlagen waren und Dave seine Sachen einpackte. »Hast du heute Abend schon etwas vor?« »Wenn die Frage von dir kommt, ist es wohl besser, man
Hat. Warum? Wollte Dave argwöhnisch wissen. Es gibt ein Barbecue wegen der Deutschen und da ich dir schon ein Stück Kuchen verdorben habe, dachte ich, ich lade dich auf ein Steak ein. Bist du nicht ganz dicht? Wo ist der Haken? Daves skeptischer Blick sprach Bände. Kein Haken, erwidert Patrick mit einem Lachen. Nur ein Geburtstagssteak von mir. Ich bin sowieso nicht da. Du kannst meins essen. Das ist ja praktisch. Immerhin kannst du einem dann nicht die Laune verhageln. Also gut, wann muss ich da sein? Amy sagte mir, dass die komplette Crew eingeladen ist, damit die Deutsche alle kennenlernt. Ich denke, es fängt gegen 6 an. Dich muss sie auch kennenlernen. Immerhin gehörst du dazu. Hat die Deutsche einen Namen? Es hört sich abwertend an, wenn du das sagst. Herrje, ein sensibler Hufschmied. Sie heißt Rebecca, aber du kannst auch Becky zu mir sagen, äffte er sie in hohem Ton nach. Warum sie ihn so in Fahrt brachte, konnte er nicht sagen. Vermutlich lag es aber daran, dass Random ihn mal wieder vor vollendete Tatsachen gestellt hatte und weil sie mit ihm arbeiten sollte und weil er keinen weiteren Nichtsnutz gebrauchen konnte und weil sie eine Frau war, nicht kräftig genug und weil sie verdammt schön war. Und du willst sie nicht kennenlernen oder warum kommst du nicht? Dave grinste. Ich hatte bereits das Vergnügen, es reicht mir. Ist sie nett? Keine Ahnung. Ist sie hübsch? Brummte er wenig mit seinem Aha, sie ist also hübsch. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass sie hübsch ist. Jetzt hast du's. Du drehst ihm das Wort im Mund um. Sag mal, bist du Rechtsanwalt oder Hufschmied? Außerdem kennt sie Erik offenbar gut, sehr gut sogar. Sah so aus, als hätten die beiden was miteinander. Dabei ist der Kerl verheiratet. Hast du es noch nicht gehört? Caitlin hat ihn verlassen. Er hat wohl ständig zu viel getrunken und daraufhin seinen Job verloren. Außerdem soll er Kathy betrogen haben. Wohl mit der da. Selber schuld, wenn man sich mit einem Deutschen einlässt. Ich hab sie damals gewarnt. Da hat er sich ja schneller Satz aus der Heimat kommen lassen. Du denkst, er hat bereits eine neue? Und er holt sie gleich hierher? Starkes Stück. Sag mal, warst du nicht auch mal mit einer Deutschen zusammen? Daher wohl die Feindseligkeit. Dave grinste frech. Das geht dich in feuchten Dreck an. Genug geredet, blauer Täschchen. Viel Spaß heute Abend und verschluck dich nicht an meinem Steak. Beckys gute Laune kehrte zurück, als sie mit all diesen wunderbaren Menschen beim Barbecue saß, weil die Cowboys so liebenswürdig zu ihr waren und die Randoms sie aufnahmen wie ein Familienmitglied. Sie hatte O'Connor schon beinahe vergessen, aber eben nur beinahe. Denn sie sah sich immer wieder verstohlen nach ihm um. Ich verstehe nicht, wo Patrick bleibt, murmelt Amy plötzlich, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. Becky fühlte sich ertappt. Sie folgte Amys ungeduldigen Blick zu einem der Häuser weiter unten am Waldrand. Dort wohnte er also. Er machte offenbar keine Anstalten zu kommen. Die Hütte war zu weit entfernt, als dass man sehen konnte, was er tat. Es brannte Licht, doch es rührte sich nichts. Becky, sei bitte so freundlich und bring Patrick etwas zu essen. Er dürfte hungrig sein. Becky rutschte das Herz in die Hose, als sie daran dachte, wie ungehobelt er sich ihr gegenüber benommen hatte, regelrecht feindselig. Trotzdem bekam sie ihn nicht aus dem Kopf. Amy packte einige Stücke Fleisch, Brot und etwas Salat auf einen großen Teller und reichte ihn ihr. Ich finde, er sollte herkommen, wenn er Hunger hat. Du unterstützt seine Unhöflichkeit Becky gegenüber. Überhaupt nimmst du ihn viel zu oft in Schutz, kritisierte Jason seine Frau. Susanna, die zwischen Becky und Honey saß, fing an zu lachen. Mom, du hättest dabei sein sollen, als die beiden sich angefahren haben. Becky hat unserem spröden Schambolzen super Paroli geboten. Susanna, woher hast du solche Redensarten? Amy wandte sich erneut an Becky. Umso besser, wenn du ihm etwas bringst, Rebecca. Das wird die Wogen glätten. Du wirst nur mal mit ihm auskommen müssen. Und glaube mir, er ist ein ganz netter Kerl. Das glaube ich kaum, dass sie miteinander auskommen werden, widersprach ihre Tochter und grinste. Freunde werden die beiden sicherlich. Natürlich bringe ich ihm etwas, erwiderte sie, weil sie sich der Anordnung Amys auf keinen Fall widersetzen wollte, auch wenn es ihr nicht behagte. Das ist sehr vernünftig, Kleines. Er wohnt in dem Haus dort unten. Becky hatte es bereits geahnt, sah dennoch in die angegebene Richtung, nahm den Teller und machte sich auf den Weg. Während sie sich langsam seinem Haus näherte, fühlte sie sich wie beim Gang zum Zahnarzt. In Gedanken ging sie imaginäre Gesprächsfetzen durch, zog aber auch die Möglichkeit in Betracht, ihm heimlich den Teller vor die Tür zu stellen und schnell wieder zu verschwinden. Das klappte leider nicht, da der Hund sie längst bemerkt hatte, sich von seinem Platz erhob und ihr aufmerksam entgegensah. O'Connor lag lässig in seiner Hängematte auf der Veranda und las. Er musste sie bemerkt haben, schon allein durch die Reaktion seines Hundes. Doch er hielt es offenbar nicht für nötig, aufzustehen und sie zu begrüßen.